unserem ersten Video haben wir geklärt, dass Energie aus der Sonne unser Hoffnungsträger für die Stromversorgung der Zukunft ist. Wir haben auch abgesteckt, wie viel Strom wir in Zukunft aus der Sonne produzieren müssen, nämlich 500 bis 800 Gigawattstunden pro Jahr. Photovoltaik stinkt nicht, raucht nicht und macht keinen Lärm. Photovoltaik ist jetzt schon mit etwas Fördermittel wirtschaftlich zu betreiben. Photovoltaik ist in der Gesellschaft akzeptiert und Photovoltaik hat ein riesengroßes Potenzial in der Region. Derzeit beträgt die Stromversorgung durch Photovoltaikanlagen 60 Gigawattstunden pro Jahr. Der überwiegende Anteil davon wird auf Dachflächen erzeugt. Rund 32 Hektar Dachflächen sind derzeit mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. 190 Hektar geeignete Dachflächen sind noch frei verfügbar. Darauf könnten mindestens 340 Gigawattstunden erzeugt werden. Der erforderliche Ausbau beträgt 500 bis 800 Gigawattstunden pro Jahr, kann mit den vorhandenen Dachflächen also nicht vollständig abgedeckt werden. Da die Dachflächen nicht ausreichen, müssen wir auf sogenannte Freiflächen zurückgreifen. Das sind beispielsweise landwirtschaftliche Flächen, Brachflächen oder auch gewerbliche Schotterflächen. Mit derzeitiger Technik ist ein Flächenbedarf von 160 bis 460 Hektar je nach gewünschtem Ausbaugrad erforderlich. Das entspricht weniger als 1% der gesamten landwirtschaftlichen Kulturflächen im steirischen Vulkanland. Ich freue mich auf eure Kommentare dazu. Und nicht vergessen, lieber die Photovoltaikanlage am Dach als die Aktien im Keller.